Namaste. Mit dem Erwachen wird ja meistens und oftmals von vielen Menschen verbunden das Phänomen der Ichlosigkeit. Viele Menschen verbinden mit dem Erwachen eben das Verschwinden des Egos, das Verschwinden der Person, das Verschwinden des Ichs. Und das ist interessant. Inwiefern hat diese Vorstellung denn eigentlich so einen großen Reiz, dass viele Menschen sich das auch wünschen? Unsere Erfahrung ist, dass mit dieser Ichlosigkeit und dem Verschwinden des Egos und der Person verbunden wird, hauptsächlich, dass die Vorstellung da ist, dass kein Leid mehr da ist. Dass es sozusagen niemanden mehr gibt, der Leid erfährt. Aus der Sicht des getrennten Seins ist das eine seltsame Vorstellung. Es ist auch niemals so, wie es in Wahrheit erfahren wird, wenn du deine wahre Natur erkennst, wenn du hineinfällst in die Unendlichkeit, die du bist. Es ist dann eine völlig andere Erfahrensweise als das, was du dir vorstellst darunter, jetzt vielleicht aus dem getrennten Bewusstsein heraus, wie es ist zu erwachen und dann ichlos zu sein, egolos zu sein. Ja, kein Leid mehr zu erfahren, weil die Person ja weg ist, weil es ja niemanden mehr gibt, der da etwas erfährt. Nur wenn du dir vorstellst, ja, es gibt dann niemanden mehr, der Leid erfährt, dann gibt es natürlich auch niemanden mehr, der Freude erfährt. Es wird nichts mehr erfahren. Und ist es denn auch das, was du dir wünschst? Du siehst also, diese Art von Vorstellung auf das Erwachen bezogen funktioniert so nicht. Erwachen in der Vorstellung wird niemals der Wahrheit entsprechen. Es wird sich für dich immer anders doch letztendlich erleben als das, was du vorher denkst. Denn Erwachen kann man in Wahrheit nicht denken. Man kann es nicht wirklich vorstellen. Wenn es dir geschieht oder wenn es dir vielleicht auch schon geschehen ist, dann wirst du das bezeugen können und sagen können, ja, es ist jenseits jeglicher Vorstellung. Und dennoch sprechen wir ja immer darüber und erzeugen natürlich auch einen Wunsch danach, weil das, was gesprochen wird, natürlich auch so paradox klingt und tendenziell mystisch und auch so reizvoll. Und ja, die Menschen berichten davon, dass es in dem Sinne Leid wie vorher nicht mehr gibt, dass Leid so wie vorher nicht mehr so erfahren wird. Aber wir können das nicht so reduzieren auf dieses Phänomen, dass wir sagen, die Person fällt weg, das Ego fällt weg und deshalb gibt es niemanden, der da irgendetwas erfährt und besonders kein Leid? Erwachen ist tatsächlich ein größeres Feld, ein viel umfassenderes Phänomen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du dich da irgendwie angesprochen fühlst, es lohnt sich, sich dahingehend auszurichten. Es wird nie das sein, was du dir vorstellst.
Aber es ist auch nicht so unerreichbar, wie du dir das vorstellst. Gar nicht. Erleuchtung ist für alle da. Erleuchtung ist möglich und Erwachen ist eine Tatsache. Und wenn du das erfährst, oder vielleicht hast du ja auch schon einen Geschmack davon bekommen, dann weißt du, dass es da etwas gibt, was eine völlig andere Erlebensweise beinhaltet als das, was du bisher gekannt hast. Erwachen und Ichlosigkeit. Es ist ein interessantes Thema, was wir ja auch weitergehend schon betrachtet haben und uns auch dazu geäußert haben. Erwachen und Ichlosigkeit. Was hat das zu bedeuten? Was heißt das eigentlich? Darum geht es in unserem neuesten kleinen Büchlein. Da schauen wir einmal genauer hin, was das eigentlich heißt. Und wie gesagt, es ist nicht einfach so in ganz kurzen Worten zu beschreiben, denn es ist ein ganz umfassendes Phänomen. Es umfasst dich und die Welt als ein Ding. Es umfasst dein ganzes Sein und das Sein der Welt. Und es endet nicht damit oder es beginnt auch nicht damit, dass da einfach irgendeine Person weg ist. Nein, es beginnt mit dem Erkennen deiner wahrhaftigen Natur, die du jetzt schon bist, die du gar nie nicht sein kannst, die aber auch die Welt schon ist und die sie gar nie nicht sein kann. Und dieses Erwachen zu deiner wahren Natur, das ist das A und O. Und dafür kannst du dich bereit machen. Und ja, wir werden nicht müde, darauf hinzuweisen, dass das lohnt, diesen Weg und diese Selbsterforschung bis ins Kleinste weiterzutreiben. Und Erwachen kann immer geschehen. In jedem Moment, in jedem Jetzt kann dieses Erwachen geschehen. Du musst nur still werden. Still. Und dann schau, was bleibt. Was bleibt, wenn all die Bewegungen, all die Dynamik in deinem Inneren oder auch im Äußeren, wenn all die Gefühle, die Körperempfindung, wenn all das verschwindet? Was bleibt?